So, da sind wir wieder zurück. Genau da, wo wir aufgehört haben. Ich würde sagen, wir schauen jetzt weiter. Wade hatte sich schon aus schlimmeren Situationen herausgeredet. Hörte man ihn über Midway reden, wusste man, dass ihm Übertreibungen nicht fremd waren. Die Geschichte klang bei jeder Erzählung etwas anders. Er fügte seiner Abschussliste ein paar Zeros oder einen Flugzeugträger hinzu. Aber ich habe die Berichte über den Tag gelesen. Wenn Wade übertrieb, dann nur etwas. Denk daran, unser Primärziel ist die Zerstörung der beiden japanischen Träger. Die VS- und VB-Staffeln übernehmen je einen. Jagdstaffel 6 gibt Deckung. Wenn das Wetter hält, sind wir raus, bevor sie uns bemerken. Dieser Sieg sichert uns den Pazifik. Und jetzt raus da und erledigt die Träger. So, das war die Filmsequenz. Ich würde sagen, wir schauen mal, was auf uns zukommt. Jetzt hängt der ganze Krieg davon ab. Entspann dich, Hernandez. Dafür wurde ich geboren. Ich aber nicht. Vamos, Jackson. Die Reparaturen wurden heute Morgen fertig. Sie wartet auf dem Flugdeck auf uns. Sie hat einen Namen. Du hast sie getauft. Unsere Maschine und nichts gesagt. Du hast nicht gefragt. Dann schauen wir mal, wie wir unsere Maschine fliegen. Ob die Aufklärung mit der Flottenposition recht hat? Hoffentlich. Wenn wir das hier schaffen, schreiben wir Geschichte. Klar, aber ich will heute noch nicht Geschichte sein, also tu uns den Gefallen und verzichte auf deine irren Stunts. Stunts? Autsch, Kumpel. In Deko. Fragst du dich nie, warum du noch nicht befördert wurdest? Warum das, Klugscheißer? Weil das hier nicht die Wade Jackson Show ist, Amigo. Es ist Krieg. Wir wollen alle nur gewinnen und heimkehren. Also bring mir einfach nur die Zeros vom Hals und ich bring uns heim. Hey, haltet den Aufzug an! Ich helfe dir, Jackson. Bring uns hoch! Wie viele Orden kriegen wir wohl, wenn wir das hier schaffen, Jackson? Kriegen? Sie werden eine nach mir benennen, Miller. Denk daran, dass wir da oben ein Team sind. Bleib diesmal in Formation, sonst nimmt der Sarge dir beide Streifen. Formation hindern mich. Hinscheiß muss ich ertragen. Wie herrlich. Ideales Wetter zum Fliegen. Hoffentlich bleibt es so. Es wird Zeit! Manus a la Masa! Unsere Lady wartet! 10 Mäuse, dass ich mehr Zeros abknalle als du, Jackson! Komm schon, ermutige ihn nicht noch! Und mal gucken, wie die Flugzeuge sich in diesem Teil steuern lassen. Ich hoffe besser wie im Alten. Funkcheck für Sugar 17. Höre dich laut und deutlich. Intercom funktioniert. Hey, sie führen die Vorflugkontrolle durch. Was ist mit den Höhenrudern hinten? Höhenruder okay. Okay, Jackson, prüf die Querruder. Rechter Flügel okay. Gut, jetzt das linke Querruder. Linker Flügel okay. Gut, dreh den Motor hoch. Pass auf, dass er keine Aussetzer hat. Er schnurrt! Ja, klingt gut, das reicht, Jackson. Trigger 17, hier Flugkontrolle, Freigabe zum Start. Okay, jetzt bring sie nach oben. Bereit, Hernandez? So bereit, wie man mit dir nur sein kann. Okay, alles klar, volle Kraft! Lass die Bremsen los! Por favor, keine Kunststückchen. Spielverderber! Soll auch kein Spiel sein, kein sehr gut.
verrätst du mir irgendwann ihren Namen? Welchen? Von der Maschine, dem Flugzeug. Das hast du noch nicht losgelassen? Worüber möchtest du denn reden? Ha! Schön, behalte deine Geheimnisse. Da bin ich ja mal gespannt. Schubert 10 an alle Victor-Flieger. Wer hat da die Formation verlassen? Da stimmt was nicht. Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Verdammte Zeros aus dem Nichts! Sie jagen unsere Torpedobomber. Die Jäger sind noch nicht hier. S-17, hol sie hier. Hast du hinten auf, Hernandez? MG ist bereit. Haltet sie von unseren Bombern fern. Leider unterbreche ich, krieg gerade einen wichtigen Anruf. So, jetzt geht's weiter. Natürlich treffen wir mal. Gute Arbeit, Ass. So. Sehr gut, Jungs. Wir haben sie nass gemacht. Passt auf die Flagge auf, Jungs. Auf der Flotte. Ach, geladen ich auch schon. Starte den Sturzflug. Okay. Mal gucken. Wow. Ich starte noch eine Welle. Das ist Wahnsinn. Wo kommen die alle her? Wir müssen die Zeros ausfinden. Schnell. Heute. Verschluss.
Holy shit. Gott. Könnte Hilfe gebrauchen. Noch mehr Zeros. Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Wir verlieren zu viele. Bald haben wir keinen für einen Bombenangriff übrig. Wir müssen es wagen. Bin getroffen. So, weiter geht's. Auf den Weg. Nach oben für letzten Sturzflug. Wow, was? Geht so hoch wie möglich für den zweiten Sturzflug. Die sind direkt hinter uns. Oh, Scheiße. Jungs, die schießen immer noch auf uns. Schnell jetzt. Fast außer Reichweite. Sind wir sie los? Ich sehe sie nicht. Yo. Ihr wisst ja, wenn ich angespannt bin bzw. konzentriert bin, spreche ich relativ wenig. Das tut mir sehr leid für euch, aber ich glaube, ihr findet die Filmsequenz viel interessanter wie mein Schwitz. Oder habe ich Unrecht? Jawohl, ja. Nachladen? Oh, okay. Oh, ich glaube, ich sollte mal ganz kurz diese Aufnahme beenden. Wie ihr seht, habe ich die Verbindung zum Server verloren. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter und auf Wiedersehen.